Noch vor Morgengrauen beginnt der Arbeitstag von Hanna Kramer. So, die Damen, aufstehen. Wie schaut's aus? Die evangelische Dorfhelferin ist im Einsatz bei Familie Koch in Walsdorf im Landkreis Bamberg. Die Bäuerin ist krank. Deshalb übernimmt Hanna Kramer für ein paar Wochen ihre Aufgaben. Willi und Dalli, hören wir schon? Die zwei Schafe können auch zum Betrieb. Und dann gibt es noch drei Schweine, die wir versorgen müssen. Hühner und Hund. Der Tag beginnt aber immer zuerst im Kuhstall. Was der Betrieb jetzt noch so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie die Auerochsen haben. Also da unten im Aurachgrund ist eine Herde mit den Auerochsen, die sie dann in Direktvermarktung auch verkaufen. Da ist jetzt im Herbst dann wieder die Schlachtzeit. Da steht es auch demnächst an. Guten Morgen, Maximilian. Bist du schon fertig für den Kindergarten? Geht's schon los? Oder hilfst du mir heute? Du hilfst mir heute? Ja, komm, ran, nimm deine Schaufel, helf mir. Maximilian ist 4 Jahre alt und eines der 5 Kinder der Familie. Neben Kühen, Schafen, okay. Schweinen und anderen Tieren, die Hanna Kramer ersatzweise versorgt, kümmert sie sich auch um die Kids. Das gehört zu ihrem Job als Dorfhelferin dazu. Die Großen sind vormittags in der Schule. Maximilian geht heute ausnahmsweise nicht in den Kindergarten. Er möchte Hanna Kramer lieber unterstützen. Na, alle brauchen wir nicht. So viel ist nicht drin, Maximilian. So viel Getreide. Wir brauchen aber nicht alle, Maximilian. Auf jedem Hof, auf dem die Dorfhelferin im Einsatz ist, muss sie sich neu auf den jeweiligen Ablauf einstellen. Das A und O dabei, die Absprache mit den Landwirten. Michael, das Futter soll ich jetzt gar eingeben oder ist es dann zu viel? Das kann man gar eingeben. Kann man gar eingeben, ne? Dann holt er für abends nochmal ein frisches. Genau. Okay. Für Landwirt und Familienvater Michael Koch wäre die Lage ohne Unterstützung von der evangelischen Dorfhelferin momentan nicht zu stemmen. Schwierig, weil meine Frau wegen Schwierigkeiten mit dem Kreuz noch hat und mit dem Ding. Und ich habe mein Knie verdorben im Moment und dann ist es sehr schwer, alles unter den Hut zu kriegen. Und da ist man froh, wenn man eine Dorfhelferin hat, wo halt das auch wegen managt und wo auch im Betrieb sich dann auskennt, mit den Kindern auch zurechtkommt und alles. Als Dorfhelferin kümmert sich Hanna Kramer um all die Aufgaben, die im Betrieb und in der Familie wichtig sind und nicht liegen bleiben dürfen. Aber jetzt ist erst einmal Frühstückspause angesagt. Mit einer kleinen Überraschung gleich am Morgen. Morgen! Wo seid ihr denn? Hanna, wir haben den ersten Zahn. Ja, Leni! Sag mal, oi! Ich sehe nichts, ich sehe nur die Zunge. Was macht nichts, ist auch dein Zahn, ne? Behalte für dich. Beim Frühstück ist Zeit für Besprechungen und um sich mit der Familie über die Aufgaben des Tages auszutauschen. Für die Dorfhelferin ganz normal. Für Landwirtin und Mutter Renate Koch war das zu Beginn noch ungewohnt. Also am Anfang, wir haben die Hanna schon mal gehabt, wenn die Paulina geboren ist. Da war es für mich ein wenig so, jetzt ist hier jemand da. Und was sagst du jetzt? Die Überwindung, weil du hast ja immer selbst deine Sachen gemacht. Und dann, wie du gemerkt hast, ja, sie macht das und das. Und ja, dann hast du auch immer mehr getraut, die Aufgaben zu sagen. Halt, ne? Aufräumen, sauber machen und parallel auf Leni aufpassen, die erstmal ein Nickerchen macht. Und nebenbei noch Maximilian betreuen. Das steht als erstes auf dem Programm. Also, was möchtest du da haben? Die Reifen rausmachen. Das hintere Rad oder welchen Reifen? Vorne. Musst du die wechseln? Ja. Schau, so. Und jetzt? Was machst du jetzt hin? Die fährst du jetzt? Ah, die fordern auch noch. Okay, Montagekurs bestanden. Okay, dann schaue ich mal nach der Wäsche. Da ist sicher ein Korb. Voll da. Bei 5 Kindern ist eigentlich immer Wäsche zu machen. Und für Hanna Kramer ist das eine Selbstverständlichkeit. Ins intime Privatleben von Familien einzutauchen, ist bei ihr Alltag. Ja, beim Wäschewaschen
ist es für mich jetzt eigentlich weniger ein Problem, da die persönliche Wäsche der Familie zu sortieren, zu waschen. Wobei ich schon merke, dass es für die Familie manchmal schon auch so eine Überwindungsschwelle da ist oder so eine Hemmschwelle da ist, dass ich jetzt wirklich in diesem privatesten Bereich bin, also in den Schlafräumen oder auch dann mit der Wäsche. Aber ich denke, gut, durch Rücksprache oder einfach durch mein Tun, die dann schon merkt, dass es einfach auch in Ordnung ist. Und es ist auch eine Tätigkeit, die einfach gemacht werden muss und die muss ja auch jeder Mensch machen. Von daher ist es ja auch was ganz Normales. So, go, arbeit mal was. Ich schaue jetzt mal gleich nach den Lebensmitteln, die ich fürs Mittagessen zum Kochen brauche. Dass ich sie gleich mit hochnehme. Hanna. Maximilian. Ich komme zu dir und spiele mit dir. Das mache ich ja. Schau, ich nehme jetzt die Lebensmittel noch mit hoch. Eier brauche ich noch. Oh, die Schachtel ist leer. Die kleinen täglichen Herausforderungen des Alltags. Bei der 52-Jährigen erscheint alles so, als wäre es überhaupt kein Problem. Hanna Kramer ist eine Powerfrau. Und dann wird eben auch noch zwischen Haushalt und Stall mit Maximilian gespielt. Bulldog-Memory. Was sonst? Ich gewinne. Danach muss noch ein Loch in der Hose gestopft werden. 5,5 Jahre hat ihre Ausbildung zur Dorfhelferin insgesamt gedauert. Das ist auch notwendig, um die Vielfalt all der Arbeiten abdecken zu können. Ja, ich habe die Hauswirtschaftsausbildung gemacht, also die landwirtschaftliche Hauswirtschafterin. Da habe ich schon einen Großteil ja gelernt. Und dann habe ich eben in der Fachschule für Dorfhelferinnen noch draufgesetzt und dann ja, das alles noch verfeinert und verbessert. Endlich Zeit fürs Mittagessen. Als Dorfhelferin arbeitet Hanna Kramer schon seit über 30 Jahren. Die Kosten für ihren Einsatz übernimmt die landwirtschaftliche Sozialversicherungskasse. Angestellt ist sie über das evangelische Bildungszentrum am Hesselberg. Jede Woche ist Hanna Kramer woanders. Mal in einem Milchviehbetrieb, mal im Mastbetrieb oder auch wo ganz anders. Und oft fallen auch Nebenaufgaben im Betrieb an. Bei Familie Koch ist das zum Beispiel die Kürbisernte für den Direktverkauf. So, stelle ich die Kiste hier mal ab. In dem Schrank sind die Kartoffeln. Ja, die hat sie wahrscheinlich dann separat noch irgendwie dazustellen. Hanna Kramers Arbeitszeiten variieren ständig. Jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Hohe Flexibilität. Also ich weiß oft nicht, was morgen ist. Ich muss mich da einfach kurzfristig drauf einstellen können. Aber genau diese Abwechslung im Job schätzt Hanna Kramer sehr. Nach dem Mittagessen geht's heute noch zu den Auerochsen. Das Gatter muss umgelegt werden. Die Tiere sind eine Rarität und für Familie Koch etwas ganz Besonderes. Und der Anblick der Auerochsen ist schließlich auch für Hanna Kramer nochmal ein Grund, durchzuatmen und sich einfach mal über die getane Arbeit zu freuen. Das ist ein schöner Moment, wenn man da steht und den Tieren noch mal zu kurz zuschauen kann, wie sie das Brot fressen und dann ja, glücklich und zufrieden auch bei Sonnenschein nach Hause gehen kann. War ein schöner Tag. Morgen geht es für Hanna Kramer weiter. Was sie erwartet, weiß sie noch nicht. Auch das ist Alltag einer Dorfhelferin. Und das schafft man nur mit einer großen Portion Herz, Leidenschaft und Nächstenliebe.